Ihr schüttelt und schüttelt jede einzelne Hand. Landtagspräsidentin Ilse Aigner begrüßt Sie alle. Hochrangige Politiker, Vertreter aus Kultur, Justiz, Religion und Sport, Kabinettsmitglieder und vor allem ehrenamtliche Helfer aus ganz Bayern. Im Fokus die Wertschätzung Ihres Engagements. Die Ilse Aigner hat mich deswegen eingeladen, weil ich schon 40 Jahre im Ehrenamt tätig bin und eine Riesenfreude dabei habe. Und das macht doch unser Land so aus. Im Sport was zurückzugeben, ist immer der Ehrenwert. Und diese Wertschätzung gegenüber Trainern, Übungsleitern, finde ich eine ganz große Aktion. Das ist für mich die erste Gelegenheit, einfach mal auf so einem Fest zu sein. Hier mit vielen Ehrenamtlichen zusammen, das habe ich so nie gekannt. Traditionell findet der Sommerempfang des Bayerischen Landtags immer in der letzten Plenarwoche vor der Sommerpause statt. Ein Highlight im politischen Veranstaltungskalender. Weil wir hier ein Fest feiern für die Demokratie, für die Ehrenamtlichen in einer wunderbaren Umgebung. Das Wetter, schöne Location, schöne Atmosphäre und deswegen einfach ein Abend der Leichtigkeit, auch in manchmal recht bedrückenden Zeiten. Ich finde es besonders schön, wenn es dann so langsam dunkel wird und es auch ein bisschen ruhiger ist, das Programm dann vielleicht das Offizielle vorbei ist und man dann wirklich so ein bisschen den Schlosspark, hier das Schloss und natürlich die netten Menschen genießen kann. Also ich freue mich immer auf die Gespräche, weil ich finde, man lernt immer noch mal neue Menschen kennen. Und ich gebe es ganz offen zu, auf den Eiswagen. Das Ambiente, aber auch die Leute, weil die Landtagspräsidentin, vorher war das ja auch der Fall, einen Querschnitt der ganzen Bevölkerung einlädt, besonders ehrenamtlich Engagierte, die sich eingesetzt haben für unsere Gesellschaft. Man lernt auf jeden Fall jedes Jahr ganz spannende neue Menschen kennen. Und da ist es mir immer ganz besonders wichtig, dass es eben auch nicht aus der Politik-Bubble ist, sondern gerade die Sportlerinnen und Sportler, die da sind, oder auch der Kulturbereich, für den ich auch in Berlin zuständig bin. Das finde ich immer ganz besonders aufregend und spannend. Das Schöne ist, man lernt auch manchmal die Partner dazu kennen oder Ehefrauen. Und das ist das, was natürlich auch schön ist, weil man dann vielleicht auch mal sich unterhält, jetzt gerade, was macht ihr vielleicht auch in den Sommerferien? Klar haben wir die Landtagswahl, da ist heuer nicht so viel drin. Neben kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region gibt es am späteren Abend auch was für die Ohren. Das Bayerische Staatsorchester sorgt anlässlich des 500-jährigen Bestehens für das musikalische Programm. Bei der ausgelassenen Stimmung kommen bei einigen Gästen auch Erinnerungen an vergangene Feste hoch. Meine Hochzeit natürlich. Und warum, glaube ich, erübrigt sich. Das war eine wunderschöne Sommernacht und die Hochzeit ist, glaube ich, der schönste Tag, den es gibt. Es ist natürlich immer noch so, dass die man in der Jugend besucht hat, man heute auch noch besucht, nämlich unsere fränkischen Weinfeste. Und da bin ich schon als Teenagerin hingegangen. Mein schönstes Sommerfest in meiner Jugend, das war wahrscheinlich irgendwann so kurz vorm Abitur. Also 11., 12. Klasse. Wo man nicht mehr ganz so klein ist, aber auch noch nicht groß, sprich Pubertät. Das waren natürlich die ganz tollen Sommerfeste, ja, wo man vielleicht auch mal ein bisschen über den Durst getrunken hat. Ich bin kein so ein absolutes Feierbiest, aber Grillen bei meinem Schwiegervater war immer das Beste. Für einige Politiker könnte das der letzte Sommerempfang in aktiver Dienstzeit sein. Denn am 8. Oktober wird schließlich ein neuer Landtag gewählt. Das sorgt an diesem Abend bei manchen auch für nostalgische Stimmung. Wahrscheinlich schon Wehmut, wie generell jetzt diese Woche die letzte Sitzungswoche ist. Und da werden bestimmt schon einige mit Wehmut in die nächste Zeit schauen. Für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht wieder kandidieren, auch so eine Art Abschiedsempfang heute ist. Und das wird natürlich auch eine Rolle spielen bei dem einen oder anderen Gespräch. Für manche ist es zumindest der letzte Empfang in der aktiven Dienstzeit im Landtag. Und insofern ist es immer auch mit Erinnerungen und mit Hoffnungen und mit Wehmut und gleichzeitig mit Freude verbunden. Während die Zukunft für manche Politiker noch unklar ist, steht für die Ehrenamtlichen fest, das Engagement geht weiter.